Männer Athens, es ist nicht viel Zeit, euch zu ermuntern, aber den Tapferen genügen wenige Worte. Schöner. Ja, sparen der Zeit. Wer sich beschwert, ist nicht tapfer genug. Ja, okay. Aber wir sind wieder zurück. Hier. In unserem Reich, das eine schön groß wächst. Die Sache ist nur, wir haben Probleme hier, uns weiter auszudehnen. Unsere Hauptstadt können wir auch nicht wirklich versetzen, weil sonst die Städte im Osten durchdrehen. Und das will ich auch nicht. Was wir machen könnten, ist nach Norden, aber warum sollte ich in den Norden gehen? Für uns ist unser Ziel, wieder Rom zu erobern und ganz Italien. Das hier zu den Alpen rüber und das dann halten. Wir haben ja uns hier schon vorbereitet. Wir haben schön Sardinien und Sizilien erobert. Das Tor nach Rom ist fast frei. Wir müssen noch Tarentum erobern, Salona, der Dorn, der unserem Fleisch hängt. Den müssen wir noch loswerden und dann schließt sich die Zange von Norden her und Rom wird umstellt. Ja. Aber wir schauen mal, wir haben alles soweit vorbereitet. Das Schiff ist noch unterwegs, nicht wahr? Eye Captain. Ja, der gute Eye Captain ist wieder da. Ich wollte die hier noch zusammensetzen. General. Und wo? Sehr gut, das sieht gut aus. Hier sieht auch alles gut aus. Arsakia. Das ist das Problem. Ich möchte nicht eine gesamte Garnison hier haben. Ist alles voll mit Leuten und die Stadt dreht trotzdem durch. Das ist ein bisschen ungünstig. Praktisch gesehen und finanziell gesehen. Und die können wir zusammenfassen. General, Imperator? Das ist ja perfekt. Befehle, Imperator? Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Das passt schon, oder? General, ja. Und da. General. Imperator? Imperator? Ich mag es manchmal, wenn er so einen fragenden Ton drauf hat. Er weiß auch nicht, was ich vorhabe. Genauso wenig wie ich. Okay, aber wir sind soweit fertig. Wir schauen einmal auf die Liste. Ich glaube, das haben wir letztes Mal gemacht, nicht wahr? Ich war so schlau. Ja, alles safe. Der General ist unterwegs. Was ist General? Unser Seitenanführer. Ist schon in Syrakus. Die Salona brauchte ungefähr zwei Runden, dann die dritte Runde kann er angreifen. Hier müssen wir schauen, aber wir können erstmal ein bisschen weiter. Dann hier rüber schauen, wenn der Sieger Elakunen gegen Nippo. Keine Seite macht mir richtig was. Die können sich nicht mit mir anlegen, weil ich zu stark bin. Die können sich nicht mit dem westlichen Reich anlegen, weil sie zu stark sind. Und die Burgunder auch nicht, weil sie auch zu stark sind. Die armen Langobarden. Ich möchte nicht mit denen tauschen. Wir haben kaum noch Geld. Wir müssen Salona unbedingt angreifen. Ja, Karthago geht's nicht gut. Ja, wie viel ausgeben können wir nicht. Wir können die Einheit noch irgendwie hinbiegen. Zwei Bogenschützeneinheiten ausbilden und hoffen, dass es noch geht. Crispus Corvus, Bonus auf Minenerträge. Scudilo Flavius. Olympia Missius, okay, Linguist. Wir bauen kaum noch was, weil die Armee zu teuer ist. Ja, unser gesamtes Reich ist hier gebündelt. Ei, ei, Captain. Wir können jetzt nicht weiter. Ei, ei, Captain. Die wollen wirklich nach Serumium mit Verstärkung. Okay, das heißt, er muss zurück, damit sie hier nicht auf dumme Ideen kommen. Unser General muss ganz, also unser guter Sextus Flavius muss ganz alleine durchziehen. Aber ich habe Vertrauen in ihm. Er kann Salona erobern. Wenn ich das nochmal ansehe, dann zweifle ich. Aber er kriegt das hin. Er kriegt das hin. Euer Ehren. So, was ist in Karthago los? Komm schon. Senken hier mal die. Ja, auf monatlich. Mehr können wir nicht machen. Petra, was ist denn hier los? Und da gehen die Kosten wieder hoch. Na gut. Wir sind arm. Stimmt, wir haben noch die Spione im Norden.
Ja, das klingt nicht gut. Der Tod geht um. Okay, nur noch die Charaktere. Admiral sogar. Überflutung in Afrika. Karthago ist betroffen, aber die Überflutung ist da unten. Dann ist niemand gestorben. In der Tat, niemand ist gestorben. Und Petronius Flavius ist volljährig. In Tarsus. Na super. Können wir die vielleicht verschieben? Nee, das sind überall Leute. Okay, wir können einen verschieben. Und zwar Gainus der Zornige. Verwaltung plus. Okay, den schicken wir nach Hatra rüber. Haben wir noch jemanden in Ctesiphon? Ja. Sidon? Ja. Jerusalem, Philadelphia. Nach Philadelphia könnten wir einen General schicken. Hier zum Beispiel von Tarsus schicken wir Scudillo Flavius darunter. Ich ziehe immer noch weiter. Okay, aber wir wollten ja Leute von Jerusalem mitnehmen. General! 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 Marschieren! So, er geht darüber. Er steigt ein. Ich noch mehr mitnehmen. Wir haben eine gute Truppe zusammen. Wow. Die wird ein bisschen mitfahren. Keine Ahnung, was die hier vorhaben, aber... Vielleicht wollen sie auch einfach nur nach Norden, zu Italien. Machen eine Weltreise. Lepsis Magna bildet Lanzenträger aus. Okay, das sparen wir mal. Ach, wegen den Berbern hier unten. Okay. Die wollen uns wirklich blockieren. Angriff! Zum Kampf. Und, was ist passiert? Rebellenhauptstadt. Die Vandalen haben die Stadt zerstört. Oder vielleicht hat die Stadt aufgegeben. Ja, Kapitän. Momentan geht es nicht weiter. Okay, die haben sie angegriffen. Die haben die epische Steinmauer beschädigt. Gefährlich, gefährlich. So, wir stellen uns mal da an die Brücke. Mal sehen, was die da vorhaben. Zu Diensten. Das sind keine guten Truppen. Und obwohl... Erste Komitatensis Gehorte. Das sind gute Truppen. Gut ausgebildet, gute Ausrüstung und nicht zu unterschätzen. Oh Gott. Okay, gut, dass wir die Truppe zurückgeschickt haben. Ja, mehr können wir nicht machen. Da sind jetzt auch Spiele. Das kostet alles. Oh, und ich wollte den Spion mitschicken. Den kann ich schon mal einsteigen lassen. Er darf dann später hier rüber und das hier weiter untersuchen. Also ich würde gerne... Warte, jetzt sind die zusammen. Ich würde die ein bisschen ausgleichen. Die Kavallerie zum Beispiel, die kann nach Artaxart darüber. Dann ist das ein bisschen sicherer. Okay, weiter geht's. Ich vergesse die Spione im Norden. Den haben wir irgendwo hingeschickt, weil da gibt's nichts mehr zu tun. Das klingt ja, nicht gut. Also, wir schauen erstmal nach den Spionen im Norden. Ja, Meister. Wer bist du? Slawischer Diplomat. Einmal ausspionieren, bitte. Die sind also hier. Zu Diensten. Weil nicht da unten. Geheimhaltung ist garantiert. Das ist eine Brücke, dann gehe ich über die Brücke rüber. Unmöglich. Karthago vor den Berbern. Nicht mit wenigen Leuten, okay. Haben wir ein Schiff hier? Nee, das haben wir ja weiter nach Osten geschickt. Die blockieren uns hier, okay. Es sind sehr viele. Wir müssen die Schiffe dann später aufsplitten und nach Süden schicken. Revolte unterdrückt von dem westlichen Reich. Okay, die haben die Rebellen wieder weggehauen. Der Tod geht um. Oh Gott. Stimmt, da steht, Sextus Flavius ist krank. Weil wir die Leute an Bord genommen haben, die krank waren. Oh Gott. Nein. Julianus Lucius, der Spion. Ei, Captain. Ja, Kapitän. Alle Mann an Land. Ja, Meister. Suche nach Spionen. Ich glaube, jetzt sind die auch alle krank hier. Ja, Meister. Was ist denn da passiert? Alles kaputt.
Ja, bis auf der Hafen, na gut. Aber gute Truppen sind da nicht drin. Die Vandalen haben wir schon oft besiegt, die haben gefährliche Bogenschützen, aber das war's. Gegen unsere östlichen Bogenschützen kommen die halt nicht an. Ja, Kanalisation. Die Kanal sieht. Kanalisiert. Wach. Die Kanäle unter der Stadt spülen Dreck und Müll aus der Siedlung, sodass sie deutlich besser riecht. Man könnte sagen, dass der Zivilisationsgrad an der Entfernung zwischen der Nase eines Bürgers und dem Abladeort seiner Ausscheidungen messbar ist. Damit ist die Kanalisation ein Zeichen für Überlegenheit und Zivilisation. Toll. Ja, Karthago, die Bogenschützen haben wir reinbekommen, super. Julianus Lucius, gerissener Typ, wunderbar. Wir können sogar jetzt schon Salona angreifen. Ja, das Tor ist offen. Wir müssen einfach nur reingehen. Wir greifen später an. Wir müssen diese Besucher nach Süden schicken. Falls was schief geht, schicken wir unseren Anführer mit der Armee da rein. Mit Flavius. Ja. Achso, der habe ich schon rübergeschickt. Okay. Dann sind wir soweit hier fertig. Wir schauen nochmal auf die Liste. Viel gibt es nicht mehr zu tun, wenn wir wenig Geld haben. Achso, und die Schiffe sind. Ja, die müssen wir nach Süden schicken. Hier nach Syrakus. Weiter geht es erstmal nicht. Oh Gott, was macht denn der in Hadra? Greifen wir uns an. Das ist der einzige. Okay, da haben sie einen Vorteil, wenn sie uns angreifen. Aber Sextus Flavius zieht sich nicht zurück. Er hat Vertrauen in seine Leute. Nur wenige Männer sind von Geburt an tapfer. Viele werden nicht durch Ausbildung und harte Disziplin. Ist ein düsterer Tag. Alle Schlachten sind düster. Ihr könnt nur hoffen, den Feind mehr zu stärken. Ehe wir beginnen, merkt euch, sie haben mehr Angst vor uns tapferen Römern, als wir vor ihnen. Also ich bin zuversichtlich. Wir sind die Besten der Besten der Besten. Alle haben sich hier versammelt. Wir haben Ohnacker dabei. Nicht unbedingt die Starken, aber trotzdem die gehen. Wir haben verdammt nochmal erste Komitatensis Kohorte. Es wird doch was bringen. So, die werden eine lockere Formation einnehmen, den ersten Schlag abfangen. Östliche Bogenschützen dahinter. So, Hippotoxotai, ihr werdet da hinten warten. Die werden sowieso zu uns herkommen. Und die Priester werden da hinten warten und beten. Eure Kavallerie werdet dahin. Ein Glanzstück meiner Beutezüge. Und Flavius, Sextus Flavius selber. Der Feind hat mehr Männer zu sich gerufen. Das ist jetzt schlecht. Die kommen von der Seite. Okay, neu ausrichten, Leute. Und zwar so, dass sich die Katapulte, also die Onaga, fast gar nicht bewegen müssen. Und zwar so. Los, los. Einheiten,
Okay, und schon bereit. So, bevor wir hier uns mit dem... Okay, das ist nur Speerträger. Komm schon. Das schafft Sextus Silber. Der wird die hier weghauen. Damit die Onager nicht auf die da hinten schießen. Die sind nicht richtig ausgerichtet. Bogenschützen ein bisschen weiter nach vorne. Er kriegt das hin. Ich bin zuversichtlich. Kommt schon. Bring it on. Speerträger. Nochmal Speerträger. Der Ärmste. Einfach überrannt. Was wollen sie denn machen? Drumherum. Kommt schon. Und zurück. Nochmal ein Stummangriff. Oh, die feiern alle selber da hinten. Ja, nochmal. Mal darüber und dann Angriff. So, bitte mit Feuer. Und hinten schießt sie schon. Oh Gott, komm schon, Flavius. Du bist einer von Flavius, also gewinn hier. Ich wäre jetzt müde, wenn es jetzt einer. Also, wenn das mein General gewesen wäre, und ich habe das vorher gesagt. Das wäre peinlich gewesen. So, nochmal. Und dann rüber. Bogenschützen. So, einmal hier ausweichen. So, schwere Kavallerie, einmal hier rüber. Komm schon. So, ihr haut die weg, ihr haut die weg und ihr haut die weg. Götter haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Gott, und ihr geht hier rein? Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Okay, wir haben das hier geschafft. Flavius hat's geschafft. Greift noch die hier an und dann kommt er zurück. Onager, Feuer. Nicht feuern, nicht feuern! Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Wir feuern einstellen. Sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Gut, dass wir die dahingestellt haben, die beschützen uns. Und ihr geht da jetzt rein. So, wo ist denn meine schwere Kavallerieeinheit? Hier runter. Die haben es geschafft. Wunderbar. Ein erster Sieg gegen diese verdammten Hunnen hier. Haben uns das Leben echt schwer gemacht. Nur ihr kommt am besten zurück. Oh Gott, wir haben sogar eine verloren. Sammeln, bitte. Der Rest ist für die Bogenschützen. Oh, Naga, ihr dürft wieder feuern. Hippodoxotei. Einmal hier rüber. Schwere Kavallerie, einmal hier rüber. Okay. Oh Gott! Was macht ihr?
Attacke einstellen. Er feuert am besten gar nicht mehr. Unsere Fernkampfwaffen sind echt heftig. Die hauen unsere eigenen Einheiten weg. Zurück mit euch. Die hauen uns hier selber weg. Okay, ihr dürft feuern, aber ohne Feuer, bitte. Und zwar auf die Einheit. Während sich hier Flavius bereit macht. Eine Salve und dann rennen wir rein. Die Armee des Feindes flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Rom verlangt von Feldherren Siege und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Ja, aber er war teuer. Oh Gott. Mussten die Onaker unbedingt da reinfeuern. Aber Sextus Flavius hat es geschafft. Er hat eine Armee der Hunnen besiegt. Und er hat einen Erfahrungspunkt bekommen. Das ist wichtig. Ich hoffe, die Onaker haben einen abgezogen bekommen. Verluste zugefügt 10 bestimmte eigene. Ein kleines Land kann nicht mit einem großen wetteifern. Wenige nicht mit... Oh Gott, was soll das lesen? Was ist in Hadra los? Stimmt, wir haben den General Gainus der Zornige. Der macht hier echt nichts Gutes. Wir hauen ihn mal wieder weg. Ja, der ist nicht gut für die Stadt. Also, der ist nicht gut, den schicken wir... Da. So, der darf in diesem Lager da leben. Feindarmee vertrieben. Und jetzt kann er sich die Frucht hier einfach pflücken. Oh, die schönen Truppen. Und das tut so weh, wenn ich die hier zusammenfüge. Ach, ganze Einheit weg. Sogar eine komplette Komitatenz ist. Die hauen trotzdem rein, die Gegner. Befehle? 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 Angriff! Das Tor ist offen, da gehen wir einfach rein. Das wird er selber machen. Absolut. Und nun wird Sextus Flavius das vollenden, was Luca und Nepo nicht geschafft haben. Den Sieg über die Hunnen. Also die Onaker brauchen wir nicht, die können wir eigentlich wegschicken. Komitatensis, ich werde euch vielleicht nach vorne schicken. Okay, wen haben wir da oben? Ein paar Bogenschützen. Das ist mir egal, auf mit euch. Let's go.
So, wünscht dem der Vorhut viel Glück. Ja, aber sie schaffen es. Sie sind gleich da. Die müssen das Torhaus erobern und die ganzen Türme auf der Seite. Die eine da oben weghauen. Aber ich schicke nicht meine Leute hier in die Nähe der Türme, solange die noch aktiv sind. Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. Legionärskohorte! Okay, jetzt kommen sie. Oder gehen sie nach unten? Ich glaube, die wägen sich langsam hier durch. Ja, wusste ich doch. So, stopp. Vielleicht werft er schon ein paar Speere rüber. Nee. Obwohl doch. Hab schon. Hammermäßig. Und jetzt rein mit euch. Die sind stark. Der wirft den einfach um. Perfekt. Okay. Dann einmal hier rüber zu dem Turm. Danach zu dem Turm. Danach zu dem Turm. Danach, das reicht sogar. Mehr brauchen wir nicht. Sehr gut. Dann Truppen rein mit euch. Und ihr rennt jetzt bis darüber. Warte, wie ging das nochmal so? Nee. Warte, das konnte man doch irgendwann mal. Gerade war okay, gibt's nicht. Ich wollte unten das Hut ausblenden. Da hat er sich noch extra gezeigt. Unser schöner General. Er ist ein Widerling, aber trotzdem. Dann seid ihr soweit. Den Turm könnt ihr noch mitnehmen und dann zieht euch nach unten zurück. So, die Truppe wird sich erstmal hier zusammenziehen. Eins. Zwei. Nummer drei. Keine Fehler. Auch nicht da hinten, da müssen wir echt aufpassen. Obwohl, wir wollen hier rüber. Hier ist ja der Platz. Aber die kann hier rüber. Dann können die Priester daneben. Bogenschützen können hier runter. Und Hippotoxotai können dahinter erstmal. Und zwar beide.
Herzog General selber wird hier rübergehen mit der Kavallerie? Ich glaube, die Türme sind dafür zu weit weg, oder? Ja, die können niemals darüber feuern. Hoffe ich. Gut, die haben es geschafft. Ihr seid die Vorhut. Egal was kommt, ihr bleibt mutig und steht da. Zum Glück sterben sie nicht. Es klingt nur so. Okay. So, sie sind völlig erschöpft, aber darum geht es nicht. Sie sollen einfach segnen, solange sie können. So, was haben wir hier aufgebaut? Hirten, leichte Kavallerie und da ist der Kriegsherr. Der letzte General. Kann ich die Bogenschützen noch ein bisschen besser hinstellen? So, ihr zusammen. Kommandant! Hippodox so tight dahinter. Bewegung, Bewegung! Ich hoffe, ihr haut euch nicht selber weg. Kommandant! Absetzen! General wird auf die Nebenstraße ausweichen. Kann er da durch? Ja. Okay, wo immer die Einheit jetzt hingeht, ihr geht lieber darüber. Okay, gefällt mir nicht, was er da macht. Er rennt mal darüber. Bleibt dann lieber hier. Okay, das geht da hinten scheinbar nicht. Wird schon gut gehen. So, wir schicken die Truppe erstmal zu der Straße nach vorne. In die Mitte nehmen wir ein. Komm schon, ich will euch nur da platzieren. Okay, unsere Bogenschützen schießen auf irgendwas. Vielleicht kommen sie jetzt daher. Die ziehen sich zurück. Dann nehmt erstmal die Straße hier vorne ein. Auf geht's. Formation.
Ja, okay, sie greifen noch nicht an. Dann neue Formation. Wir müssen jetzt leider die Truppen ein bisschen offener aufstellen. Weiter gestreut. So, einmal hier rüber, nimmt den Platz, kommt also hier diesen Teil des Platzes ein. Priester hier rüber. Ihr rennt los. Bogenschützen wartet da hinten. Hippodoxotai, er kommt hier rüber und schießt dann von hinten hier drauf. Los. Und natürlich greifen sie an. Hippodoxotai, was macht ihr da? Weg da. Oh Gott, was macht die jetzt da? Leute, das ist nicht so, wie ich das dachte. Aber okay, hier rüber. General, du stürmst auf den Platz. Hier auch ebenfalls. Darüber mit euch. Nicht kämpfen, nicht dämpfen. Weg mit euch. Okay, die haben es geschafft. Warte, darüber. Hier rüber. Ihr sammelt euch auf der Seite. So, General, du haust den Kriegsherr weg. Darum geht's. Ihr beiden. Schafft er schon. Nur die Hippodoxotai müssten... Ah, ist also blöd. Nach hinten mit euch. Kommt schon. Komm schon, Sextus. Das ist was für dich. Der feindliche König wurde getötet. Hoffen wir, dass er die Aasfresser nicht verpestet. Okay, das sollte Sextus machen. Aber gut, dann hat's die Korotte gemacht. Oh, wie die einfach durchrennen. Okay, wisst ihr was? Auflösen. Alle rein. Ja, Priester? Was? Wo seid ihr? Warum seid ihr da vorne? Da ist er. Also der König ist schon tot, aber es ist noch ein General. Ganz Rom wird über diesen Sieg staunen. Der Tag gehört uns. Okay, war chaotischer, als ich es dachte, aber okay. Wir haben es geschafft. Wir haben Dengi Zich besiegt. Salona ist unser. Oh ja. Ach Gott, die hat eine Krankheit, die Stadt, weil wir die Leute reingeschickt haben. Ja, das kann passieren. Sollen wir den Rest auch noch töten? Nein, wir besetzen die Siedlung. Wir sind nämlich nett. Ja, das sind wir bestimmt. So, Steuern erhöhen. Wir hatten Fortbild, und zwar die gehen. Jetzt müssen wir die 100 Meter auffüllen. Naja. Die bilden wir vor, die Bogenschützen. Und die, da müssen wir nichts. Die dagegen schon. Was ist das da hinten? Es sind sehr viele Hunden da drüben. Ich hoffe, die greifen jetzt nicht an. Das wäre ungut. Ja, ja, was machen wir jetzt? Wenn die angreifen, habe ich ein Problem. Wir bauen uns erstmal hier ein Fort auf. So, falls da irgendwas passiert, wir sind da. Ja, der Tod geht um. Ich hoffe, unser General hat, also unser Anführer hat jetzt genügend Zeit, um sich zu heilen und zu kurieren. Einen Hafen hätte ich gerne hier. Sextus Flavius, Läufer. Okay, er hat einen Läufer dazu bekommen, den kennen wir eigentlich schon.
Er übermittelt die Befehle. Plus eins Kommando. Er ist endlich mal. Ihm fehlt die Kommandofähigkeit. Er macht es jedoch mit einem lauten, mit einer lauten Stimme und einem gewissen Talent zum Erwecken von Furcht wett. Na also. Und nestorianischer Denker. Er hält Nestorius Argumente über die menschliche Natur Christi für überzeugend. Plus eins Unruhe. Na super. Aber er ist ein christlicher Denker. Er besitzt das Talent, Menschen zu überreden, den Lehren Jesu zu folgen. Also, menschliche Natur, Natur Christi, okay, perfekt. Bau abgeschlossen, Arena, toll. Die Colonia Dacia. Der Stadt geht sowieso die ganze Zeit gut. Ein Volk auf der Flucht. Diese Seite wurde gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Das kennt ihr ja schon. Ich hoffe, sie kommen nicht zu uns. Das wäre nicht schön. So, wir schicken mal unseren Agenten euer weiter. Unterwegs. Wir wollen mehr Informationen. Was unterwegs ist mit Rom? Beobachte und warte. Seitenanführer ist hier, okay. Wir wollen nach Rom rüber das später. Geht nicht, Herr. Das geht nicht. Spion, weg blockiert, das kennen wir schon. Wo sind meine Schiffe? Sind bereit. Brutus. Angriff! Sieg! Ehrlich, wenn wir schon hier sind. Angriff! Sehr gut, dann einmal darüber. Karthago wird noch belagert. Ich hoffe, das können wir standhalten. Wir sollten hier schon mal eine Truppe bereit machen, die angreift. Wir haben nur Limentai. Wir haben kein Geld für neue Truppen. Zu Diensten. In Bewegung. Das ist ein Flussübergang. Wie kommt man da hin? In Bewegung. Okay, darüber. Wir sitzen fest, Herr. Ich dachte schon, von hier geht's ja nicht und von da ist recht nicht. Zu Diensten unterwegs. Da wollen wir auch rüber und dann schauen wir uns mal hier diesen Weg an. Das geht nicht, Herr. Da hinten waren wir dann ja schon. Okay, wir können gespannt sein, wie das sich hier entwickeln wird. Und wir müssen mal wieder. Die Burgunder wollen Frieden von mir aus. Sei es drum.